Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Für alle, die neu auf meinem Channel sind, ich bin eure Claudi von Soul Art und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mal etwas ganz anderes mit euch machen. Wie ihr alle wisst, liebe ich die Welt der flüssigen Acrylfarben. Heute möchte ich ein bisschen einen anderen Stil mit euch machen. Wir werden heute die Balloon-Technik anwenden. Und jetzt starten wir rein ins Video. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. In meinem Kopf habe ich heute ein Bild einer Unterwasserwelt. Wir werden heute gemeinsam Quallen schaffen mit unserem Luftballon. Zuallererst möchte ich mich aber um den Hintergrund kümmern. Wir arbeiten heute auf einer 50 x 70 cm großen Leinwand. Also das ist schon ordentlich. Für unseren Unterwasser-Hintergrund habe ich uns auch schon ein paar Farben vorbereitet. Wir arbeiten heute mit Prussian Blue, Light Rose, Pearl Weiß, Ultramarin Violett und Himmelblau. So, wie ihr können könnt, habe ich hier meine pure Acrylfarbe in der Hand. Ich arbeite heute nicht aus Bechern. Heute möchte ich für den Hintergrund die Acrylfarbe pur auftragen. Ich mache das jetzt einmal hier großflächig auf meiner Leinwand. Als kleinen Ratschlag kann ich euch geben, nehmt erstmal ein bisschen weniger Farbe. Ihr werdet überrascht sein, wie ergiebig pure Acrylfarbe ist. Nach meinen beiden Blautönen trage ich jetzt ein ganz kleines bisschen Ultramarin Violett auf. Bedenkt immer, ihr Lieben, ihr könnt im Zweifelsfall immer noch ein bisschen Farbe nachtragen, sollte es euch zu wenig sein für den Hintergrund. Mir ist es schon ganz oft passiert, dass ich bei dieser Technik einfach viel zu viel Farbe aufgetragen habe und dann ewig gebraucht habe, um das zu verblenden. So. Ein ganz kleines bisschen Light Rose noch für ein paar Schatten. Da brauchen wir auch nicht viel. So, in etwa. Ja. Okay. Ich habe hier einen großen Malerpinsel für all jene, die schon mal die Wohnung oder das Haus gemalt haben, haben sowas garantiert zu Hause. Und nun beginne ich meine Acrylfarbe einmal großzügig zu verstreichen. Ich möchte den Hintergrund heute sehr deckend haben. Erst einmal verbinde ich die Farben miteinander, bedecke alles erst einmal großflächig. Um die Feinarbeiten kümmern wir uns gleich im Anschluss. Ihr könnt gut erkennen, ich trage die Farbe wirklich großflächig auf meine Leinwand. Ich kaschiere gleich unsere Kanten ein bisschen mit. Wegen den Pinselstrichen müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen, die werden am Ende vollständig verschwinden. Der erste Schritt ist nun einfach einmal verschiedene Farbtöne auf die Leinwand zu bekommen. So dass wir später ungefähr schon einmal unseren Farbverlauf ein bisschen vorbestimmen können. Sehr gut. Okay, schnapp mir einen sauberen, etwas kleineren Pinsel. Werde hier ein bisschen etwas von meinem Titaniumweiß abtragen. Falls ich das nicht dazu gesagt habe, meine Lieben, eure Pinsel sollten auf jeden Fall trocken sein. Und dann gleite ich mit meinem kleineren, ein bisschen feineren Malerpinsel noch einmal über unsere Leinwand. An dieser Stelle möchte ich euch wieder ein bisschen Mut zur Farbe zusprechen. Wenn ihr das Gefühl habt, an dieser Stelle ist mir die Leinwand noch etwas zu blau oder zu wenig pink oder zu hell oder zu dunkel, tragt immer wieder ein bisschen Farbe nach. So könnt ihr die allerschönsten Schatten erschaffen.
Ich zum Beispiel würde mir wünschen, dass an dieser Stelle noch ein bisschen mehr von unserem Ultraviolett rauskommt. Dementsprechend trage ich noch ein bisschen Farbe auf. So, es muss auch gar nicht viel sein. Ihr seht das hier. Auch gerne hier oben hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Perlweiß. Jawohl. Und auch die linke Seite sollte bei mir dunkler sein als die rechte Seite. So, ein bisschen Persian Blue. Ich schnappe mir wieder meinen Pinsel und beginne ganz sanft die Farbe aufzutragen. Je mehr Zeit ihr euch nehmt und je nachdem, wie viel Geduld ihr habt für euren Hintergrund, umso schöner wird das Ergebnis. Ihr könnt sehen, mit dem gleichen Pinsel gehe ich nun in mein Ultraviolett und ich versuche, die Farben richtig schön ineinander zu blenden. Ich nehme mir immer wieder ein bisschen violette Farbe auf und ziehe sie weiter in mein Dunkelblau. Nehme hier wieder mein Perlweiß auf und blende die weiße Farbe weiterhin in alle anderen Farben. Selbstverständlich ist das heute nur ein Farbvorschlag von mir. Ihr könnt es mit euren Lieblingsfarben machen. Aber glaubt mir, meine Lieben, wenn wir am Ende des heutigen Videos angelangt sind, werdet ihr sehen, was ich meine, wie schön es ist, einen dimensionalen Hintergrund zu schaffen. Wenn ihr euch hierfür ein bisschen Zeit nehmt, werdet ihr ganz, ganz schnell erkennen, wie dimensional eure Hintergründe werden. Und meiner Meinung nach macht es jedes Acrylbild einfach noch ein bisschen besonderer, als sie sowieso schon sind. Okay, soweit, so gut. Meinen Pinsel lege ich nun erst einmal beiseite. Nun habe ich hier einen meiner Schminkpinsel zweckentfremdet. Mit diesem werde ich nun versuchen, unsere Kanten noch ein bisschen pudriger zu schaffen. Also ihr seht, ich gehe ganz leicht mit dem Puderpinsel über die Farbe und schon bildet sich dieser schöne, sanfte Übergang zwischen den Blautönen. Selbstverständlich muss es kein Make-up-Pinsel sein. Vielleicht schaut ihr einfach mal in eurer Pinselsammlung, da wird sich bestimmt etwas Passendes finden. Ebenso könnt ihr ein bisschen variieren, welche Pinsel ihr verwendet. Ich habe jetzt 4 Stück an der Zahl. Und ihr könnt sehen, ich blende und blende und blende immer weiter meine Farben aus. Für euch geht es an dieser Stelle natürlich ein bisschen schneller als für mich, aber ich möchte euch wirklich ans Herz legen, nehmt euch einen Moment Zeit. Je glatter und verlaufender euer Hintergrund ist, umso schöner wird euer Endergebnis. Ich lasse das jetzt erst einmal so. Der nächste Schritt ist, ein bisschen mehr Dimension in unseren Hintergrund zu bringen. Ich nehme mir jetzt ein ganz kleines bisschen von unseren vorher benutzten Farben auf. Gut, meine Lieben, ihr könnt sehen, ich habe Himmelblau, Rosa, Lila und Perlweiß auf meiner Farbpalette. Nun nehme ich meinen eben benutzten Pinsel, tippe ein bisschen in die Farbe, in meinem Fall jetzt Perlweiß, und beginne ein bisschen Dimension zu schaffen. Ihr könnt sehen, ich mische die Farben auf meinem Pinsel ein bisschen, das ist überhaupt kein Problem. Ziel ist es, immer wieder einen schönen Farbverlauf zu schaffen. Ebenso könnt ihr ein bisschen variieren mit eurem Pinsel, einen dickeren, einen dünneren nehmen.
nehme auch hier immer wieder etwas von unserer Hintergrundfarbe mit auf. Ein paar dickere und ein paar dünnere Linien sind auch immer sehr schön. Ihr könnt hier tatsächlich eurer Kreativität total freien Lauf lassen. Meine Lieben, ich könnte noch ewig so weitermachen. Ihr seht, ich verliere mich darin. Für mich ist das fast ein bisschen meditativ. Aber nun kommen wir endlich zu unseren Fluid Acrylics. Ich habe mir hier in einer kleinen Flasche abgemischt Prussian Blue. Diese Farbe haben wir auch ganz zu Anfang hier schon einmal benutzt. Mit meinem Prussian Blue möchte ich nur noch für ein paar kleine Highlights sorgen. Auch hier gibt es kein richtig und kein falsch. Ihr könnt es hier handhaben, wie ihr gerne möchtet. Das gleiche mache ich nun auch noch mit Perlweiß. Ich überlege mir an dieser Stelle schon, wo ich gerne meine Quallenköpfe hinsetzen möchte. Gut. Gut, ich denke, ich lasse das jetzt erstmal so und nun kommen wir endlich zu dem Teil, auf den ihr alle wartet. Ich habe zwei Luftballons und mit denen werden wir jetzt schöne Quallen zaubern. Zuallererst müssen wir uns überlegen, welche Farben unsere Quallen haben sollen. Auch hierfür könnt ihr natürlich wieder eure Lieblingsfarben benutzen. Ich habe mich jetzt erst einmal für Ultramarinblau, Pink und Kupfer entschieden. Für all diejenigen, die die Ballontechnik noch nicht kennen, ich werde mir nun hier flüssige Paddel schaffen. Ich beginne mit Ultramarinblau, ein bisschen Pink und ein klein bisschen Kupfer in die Mitte. Und nun haben wir Spaß, meine Lieben. Ich schnapp mir meinen Luftballon, drücke diesen auf die Farbe und hoffe auf eine schöne Qualle. Ja, ihr könnt schon sehen, es beginnt sich ein schöner runder Kreis zu formen. Ich werde noch einmal mit dem Ballon draufgehen.
Und das Schöne ist, meine Lieben, ihr könnt jedes Mal wieder Farbe nachtragen. Wenn euch die Kombination eurer Farben noch nicht so gut gefällt, überhaupt kein Problem. Ich möchte vielleicht hier noch ein kleines bisschen mehr Kupfer haben und auch ein ganz kleines bisschen mehr Pink. Ich nehme denselben Ballon und dippe einfach noch einmal in die Farbe. Ja, nun könnt ihr schon sehen, was sich hier für ein schöner Farbverlauf bildet. Natürlich müsst ihr auch nicht immer die gleichen Farben für jede Qualle nehmen. Ich entscheide mich an dieser Stelle einmal für hellgrün. Ein bisschen rosarot. Und wieder Kupfer. Schnapp mir nun meinen kleineren Ballon, weil ich finde es auch immer ganz schön, wenn nicht alle Kreise gleich groß sind. Und dippe damit wieder in die Farbe. Und schaut mal, was jetzt für ein schöner Farbverlauf hier rauskommt. Ich möchte noch ein bisschen mehr Kupfer haben. Leider habe ich ein paar Luftbläschen in meiner Farbe, aber das ist überhaupt kein Problem. Auch hier noch ein ganz kleines bisschen Ultramarinblau. Mit dem gleichen Ballon tippe ich wieder in die Farbe. Wunderbar. Und weiter geht's mit dem nächsten Paddel. Für dieses habe ich mich für Gold entschieden. Ich möchte jetzt eine schöne große Qualle machen. Mit einem kleinen Rotakzent. Ein ganz kleines bisschen Prussian Blue. Sehr gut. Ich nehme mir nun wieder meinen großen Ballon. Und ich glaube, das wird eine Riesenqualle. Dippe damit in die Farbe. Ja, sehr schön. An dieser Seite brauche ich noch ein bisschen Farbe. Aber ihr könnt hier gut sehen, ich habe noch genug auf meinem Ballon. Ich drehe diesen einmal um und zippe noch einmal, um einen schönen Kreis zu formen. Und hier ist er schon. Sieht es nicht toll aus? Ich liebe diese Technik. Das macht so viel Spaß. Und was ihr an dieser Stelle auch noch machen könnt, wenn ihr ganz mutig seid, nehmt ihr nun die Überreste von diesem Ballon und tippt einmal noch auf die vorherige Qualle. Und so schafft ihr ein bisschen ein anderes Farbmuster. Das könnt ihr auch öfter machen. Schaut mal her. Schon schaffen wir kleine, schöne Schatten. Ich finde das immer echt schön. Die nächste Qualle möchte ich hier oben setzen. Hier in die weiße Farbe. Ich beginne mit Ultramarinblau. Ein bisschen Gold. Und ein bisschen Kupfer. Und von vorne, ich schnappe mir erst meinen großen Ballon, tippe in die Farbe. Wunderschön. Was sich hier für ein schönes Farbspiel ergibt, das liebe ich. Und auch jetzt, meine Lieben, könnt ihr sehen, ich habe hier Farbreste. Tippe noch einmal in diese Qualle und noch einmal in diese Qualle. Und jedes sieht einzigartig aus. Ich finde es echt schön. Okay, ich mache meinen Ballon noch ein bisschen sauber. Und dann können wir schon wieder von vorne starten. Ich muss sagen, die rote hier, die finde ich besonders spannend. So eine möchte ich noch machen. Hier oben eine kleinere. Also beginne ich mit Kaminrot. Ein bisschen Kupfer. Und noch ein bisschen Gold. Nehme mir meinen Ballon und tippe in die Farbe. Auch das soll wieder ein bisschen ein größeres Paddel werden. Wunderbar. Hier wieder Farbrückstände könnt ihr verwenden, um in eure bisherigen Quallen einzutunken, um einen Farbverlauf zu schaffen. Ich mache das immer nur ganz, ganz leicht. So. Nun ist es an der Zeit, noch ein paar kleine Quallen zu zaubern. Ich würde sagen, an dieser Stelle einmal Ultramarinblau, einmal Kaminrot und ein bisschen Gold.
Ich schnappe mir wieder meinen kleinen Ballon und tippe in das Paddel. Ach, hier könnt ihr sehen, ich habe an dieser Stelle zu wenig Farbe. Ich drehe den Ballon um und tippe noch einmal in die Qualle. Und sofort bildet sich ein wunderschöner Kreis. Hier möchte ich noch eine kleine Qualle zaubern, wirklich eine kleine. Mit Ultramarinblau, Rot und Prussian Blue. Diese soll ein bisschen dunkler werden. So. Und ich tippe mit meinem Ballon in die Farbe. Sehr schön. Liebe Leute, was ihr selbstverständlich auch machen könnt, ihr müsst nicht für jede Qualle erneut ein Paddel auffragen. Ihr könnt sehen, ich habe so viel Farbrückstände auf meinem Ballon. Wir sind jetzt ganz mutig und tippen nun einfach erneut hier auf unsere Leinwand. Und ihr könnt sehen, sofort bildet sich ein zweites schönes Paddel. Das gleiche können wir auch noch hier machen. Dieses wird jetzt ein bisschen dunkler, da haben wir vorher die Prussian Blue Farbe aufgetragen, aber das macht überhaupt nichts. Ich möchte hier noch ein bisschen Gold nachtragen für ein paar Farbakzente und auch noch ein bisschen Kaminrot. Ich tippe noch einmal mit meinem kleinen Ballon in die Farbe. Schon haben wir ein schönes Farbspiel. Ich glaube, ich möchte hier noch eine kleine. Ja. Und hier oben noch eine kleine. Hier noch eine ganz kleine in den Hintergrund. Sehr gut. Ich komme langsam zum Ende meiner Quallen. Hier unten mache ich uns noch ein kleines Paddel. Mit Ultramarinblau, Rosarot und ein bisschen Gold. Und ich tippe noch einmal in die Farbe. Nehme all die Farbe, die ich auf meinem Ballon habe, auf und tippe mir hier noch einen Kreis und hier oben noch einen Kreis. Gerne dürfen sich eure Blumen oder Quallen, je nachdem wie ihr dieses Bild interpretiert, selbstverständlich überlappen. Das sieht auch immer sehr schön aus. Leute, ihr könnt jetzt gut erkennen, dass ich noch einmal mit dem Ballon über all meine Paddles gehe. Ich trage keine neue Farbe mehr auf. Ich versuche mir nur noch ein bisschen diese schöne runde Form zu erhalten. Also meine Lieben, auch bei dieser Technik, ich verliere mich, ich vergesse die Zeit, aber es ist der Zeitpunkt gekommen, um zum Ende zu kommen. Kommt mal ein bisschen näher ran, dann kann ich euch meine Quallen in voller Pracht zeigen. Ich finde, wir haben ein super schönes Farbspiel zwischen den Rot- und Blau- und Goldtönen geschaffen. Jede Qualle hat eine einzigartige Farbgebung. Und was das Besondere an diesem Bild ist, ist der Hintergrund. Ich habe es zu Anfang schon einmal erwähnt. Meine Lieben, je mehr Zeit und Liebe ihr in euren Hintergrund investiert, umso mehrschichtig wird euer Ergebnis werden. Und ich muss sagen, ich bin für heute wirklich zufrieden. Hast du die Ballontechnik schon mal ausprobiert? Wenn nicht, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Wenn dem so ist, dann zeig es mir doch bitte gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn du nichts mehr verpassen möchtest, lass mir doch gerne ein Abo da. Es war mir wie immer eine Freude, für euch zu malen. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut.